Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir mysteriöse Nachrichten von einem gewissen Alibaba bekommen. Der möchte, dass wir das Herz von einer Futaba Sakura stehlen. Da gibt es noch so einige Mysterien, die da irgendwie im Raum rumstehen jetzt. Und ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube, wenn meine Erinnerungen mich nicht komplett täuschen, könnte sein, dass wir die heute tatsächlich noch alle aufklären werden. Das heißt, ich muss dazu gar nichts weiter sagen. Ich meine, werde ich sowieso nicht. Ich will euch nicht spoilern, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, das Original oder das hier oder was auch immer. Aber da kommen heute Sachen auf uns zu, glaube ich. Auch wenn man das meist jetzt mittlerweile, denke ich, irgendwie denken kann unter Umständen. Ja, eigentlich schon. Aber mal sehen. Die ganze Wahrheit kommt dann halt. Vielleicht. Mal sehen. Was sehe ich denn schon? And to make matters worse, Majid, who has been dormant for some time now, just declared war on them. How much more can they screw us over? Stress is bad for the skin, you know. Did you come all this way simply to be sarcastic? How about you listen to my deductions for a change of pace? You may think it absurd, but don't you think the case you are pursuing and the actions of the Phantom Thieves overlap somehow? What are you basing this off of? The one point of commonality across all cases is how those involved have an unforeseen change of heart. I've suspected that myself, but those suspicions are unfounded. Ja, braucht schon Beweise, wenn man Annahmen haben kann. I told you at the beginning that this was only a deduction. These just phantom thieves are riling up the public. However, that is a disguise. Their true goal is terrorist action by way of psychotic breakdowns. Is that too much? Ja, okay, das ist zu viel, definitiv ist es zu viel. Und ich weiß, dass es da nicht steht, aber das hat er gesagt. There's nothing at the moment that falsifies that claim. Have you mentioned this to the police? I'd never tell them such things. The only value they have to me is in their mobility and organizational capabilities. Hmm. It seems having you lend me a hand has paid off. I'm glad to hear that. What about your case, Sae-san? Did you learn anything from the guardian of that mental shutdown victim's daughter? Nothing at all. I see. Now, what should my next action be for our victory? Handle the Phantom Thieves without remorse. Use any means necessary to win. That's how I would deal with them. Very well. This seems to be fun for you. Was heißt Glucks? Are you on to something? Was waren jetzt Glucks? Was waren daran Glucks? Ich verstehe gar nicht, hinterfrag's nicht. Not at all. Well then, to our victory. Warte mal. Also, es war ja wohl Giggle wahrscheinlich, ne? Kichern. Kann man das vielleicht auch mit Glucks übersetzen? Die haben es einfach. Ich bin gerade verwirrt, weil es ist komisch. Ja, Zeit für Sushi, ich weiß. Dann nehmen wir mal die richtige Bahn dahin. Ihr müsst mir jetzt nicht erklären, welche Bahn ihr nehmt, ist mir egal. Achso, das ist gar keine Bahn gewesen. Das ist tatsächlich, heißt das so? Oder ist das der Ort? Das ist ein Ort, ne? Geht das auch nicht? Ist mir doch egal, was das ist, wo das ist, wie das ist. Ich bin kein Japan-Experte. Tatsächlich. Man, the flounder is out of this world. That texture. I don't see any prices listed here. It's called market price. Don't worry about it, we got the cash. So good! Hey, is the fatty tuna ready yet? Warum bist du schon wieder hier? Du bist eine Katze. Horses. Yeah, don't talk! By the way, is Boss really the kind of person who would abuse someone? Marco, das Thema hatten wir schon mal. That again? Richtig. I can't get it off my mind. Especially if it means he could be taken to court. Und vor allem, wenn es die Schuld deiner Schwester sein könnte, nicht wahr? What kind of person is he? Do you truly believe he'd do such a thing? Nee, keine Chance. If it's really true about the abuse, he'd be a no good jerk pretending to be a guardian. Maybe the chief is the one who needs a change of heart. Hold on a sec. About that, I actually got curious after our conversation and checked his name in the nav. Und? Sounds to me like there wasn't a hit. Right. Anything beyond this is his family's problem.
We probably shouldn't get any more involved. Also ist er wohl ein guter Mensch. Oder zumindest sollte er kein Kind haben, das er misshandelt. Oder ich meine, dann sollte man doch schon einen Palast haben. Vielleicht, wobei, nee. Ich glaube irgendwie, da gibt es noch Abgrenzungen irgendwo. Wait, you think Alibaba could be Boss's ex-wife? He must have cheated on her and that's where Futaba came from. Das ist eine unfassbar gute Theorie, Ryuji. Du bist so ein krasser Theorienaufsteller. Your imagination has run rampant. Hey, meine Theorien sind manchmal schlimmer, okay, wirklich. Okay, sind sie schlimmer? Nee, also. Sie sind abgefahrener. Still. Aber auch besser. This is delicious. Dadurch vielleicht. I've never experienced anything quite like it before. Man, and it's all thanks to us being the Phantom Thieves. Ich hab nicht mal drüber nachgedacht. Genauso für Ryuji. Und alle gucken ihn an. Fantastic! This sushi is delicious! Yeah! The fish is so fresh! Everywhere we go, we hear about these phantom thieves. What rubbish! Think about where we are, Ryuji! Das war wieder sehr schön. Sorry, it just kinda slipped. My apologies for bringing up Boss again. We should just enjoy the food. Ja, bitte mach das doch einfach. Ist das schließlich unsere große Feier, unsere zweite große Feier, weil die erste schon nicht so gut lief. Und hey! Akechi-kun. Akechi? Oh nein! You're the ones from the TV station. Could it be that you're friends of Nijima-san? Was ein Zufall aber auch alles, nicht wahr? Do you know this guy? It's nice to meet you. My name is Akechi. Glad to make your acquaintance, Yusuke Kitagawa. How do you know my name? Er weiß alles über uns. Well, because I'm a psychic, of course. Just kidding, I just have really good intuition. I'm only joking. In truth, I'm a rookie detective. You're a former pupil of Madarame, right? I have actually just recently joined the investigation team looking into the Phantom Thieves. Did you see that Mejed has declared war on them? Ne, habe ich nicht so mitbekommen. Krieg! Their website was updated just a moment ago. Oh, das habe ich wohl nicht mitbekommen. For real? English again. Schon wieder. Wait, what? What's it say? Huh. Why do you seem so agitated? Das ist eine sehr gute Frage. Ihr seid wirklich beide nicht so klug. Ich meine, bei Ryuji kann ich es ja verstehen, aber Ahn, komm schon bitte. Oh, She's a huge fan of the Phantom Thieves. A total nutjob for him. I don't know how wise it is to be a fan of groups like them. What is with these comments? My apologies. I didn't mean to butt into your conversation. But I must say, this is an interesting group. Prosecutor Nijima's sister, an ex-pupil of Madarame, and a few Shujin Academy students. It seems you're all connected to the Phantom Thieves. Perhaps you have better intel than I do. Eine Verbindung zu den Phantomen könnten wir alle haben, ist vollkommen richtig. Ah, yes. I wanted to ask you something. Regarding this whole Mejed commotion, if you were one of the Phantom Thieves, what would you do? Ich würde mit dir Billard spielen gehen, Mensch. Was denkst du denn? Oder sonst was, oder wieder Kaffee trinken gehen, keine Ahnung. Zurückschlagen, ne? Klar. So you share the majority's opinion. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you gotta say, Mr. Detective. My profiling of the Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Fuck, das ist genau dieselbe Begründung, die damals gegen Light verwendet wurde. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April. In a way, all I've just said about the Phantom Thieves coincides with the group you have here. Das ist ja komisch. What? You gonna report us? I didn't say I was being suspicious of you. Nein, hast du nicht gesagt, hast du nur gedacht. Ryuji ist ein Phantom-Thief. Me? Siding with him? I wasn't anticipating that response. You always find a way to rise above my expectations. Ich weiß, ich bin einfach großartig. Hast du vollkommen recht, Akechi. You really are an intriguing one. Danke. I lack your calm mannerisms, but don't you think my deduction is an interesting one? I bet we'd make a great team if we worked together.
you saying? Well, this has been a valuable point of reference for me. I hope to see you all again. Ach, wie schön, ach, wie schön. What was that about? Weiß ich auch nicht. Do you think he's ascertained our true identities? Ich glaube schon, irgendwie. Nah, couldn't be. Right? Er hat noch keine Beweise, aber ich glaube schon, dass er es weiß im Inneren, irgendwie. I'd like to say that it's simply us overthinking this, but we shouldn't forget that Alibaba was able to discover who we are. True, but it's not as though he had tangible evidence to prove that discovery. Richtig, das ist das Hauptproblem, das ist das Hauptproblem. Just keep acting normally. More importantly, things are getting serious with Medjed. Oh yeah, what did they write? Here, we are disappointed in the people of Japan and their belief in the Phantom Thieves' false justice. Hence, we shall proceed with our plan to cleanse Japan. This process will commence on August 21st. As a result, the Japanese economy shall suffer devastating damages. For real? Keep going. However, we are magnanimous. We will give the Phantom Thieves one final opportunity to repent. As proof of this repentance, we demand that they reveal their identities to the public. We will attack if these demands remain unmet. The future of Japan rests with the Phantom Thieves. We are Medjed. We are unseen. We will eliminate evil. That's what it says. Sounds bad. In other words, if we don't unmask ourselves, Medjed will attack Japan, correct? Ja, und wenn wir nicht mal dafür unsere Identität preisgeben wollen würden, würde es wohl offensichtlich zeigen, dass wir uns selbst für wichtiger halten als andere Menschen, nicht wahr? It seems they are quite the attention seekers. Als das allgemein wohl. What are we gonna do about this? Only we could get in contact with Alibaba. Our only clues are Boss and Futaba. Dann müssen wir mal diese Futaba besuchen, ne? Was damit? Anyways, it's too damn hot out here. Why don't we go to Leblanc? We can talk more over there. Ich meine, an sich wissen wir ja, oder können zumindest denken, wo sie ist. We went through all sorts of options on our way here, but looks like we got no choice but to ask for Alibaba's help. Question is, how do we get in touch with him? Genau, gute Frage. He cut off all contact with us after that misunderstanding. Ich glaube nicht, dass es ein Missverständnis war, aber gut. And again, if we manage to steal Futaba's heart, he may attempt to reach out to us once more. But we don't have any clues on what her keywords are. Damn it, Alibaba! Where the hell are you? Actually, he may be closer than we think. Huh? Hypothetically speaking, even if we stole Futaba's heart, how would Alibaba know that the deed has been done? Would he truly be able to discern that just from cell phone messages? You mean he'd have to meet her in person? Alibaba was able to deliver the calling card here. On top of that, he can check on Futaba's condition. However, according to the circumstances he put forth, he's unable to meet with us. This leads me to believe that it would be bad for him if we were to see the two of them together. Uh-huh. It seems to me, was hat das zu bedeuten? Alibaba may in fact be Futaba herself. Dun dun dun! For real? For real! So she's asking that we steal her own heart? Maybe she wants us to save her from the scars of her abuse. That would be hard to ask directly. I'd like to meet with Boss. He lives nearby, right? Ja, ich weiß, wo sein Haus ist, aber ob das gut geht, hä? Keine Ahnung, naja, mal sehen. I agree. It's real late though. What are we gonna tell Boss when we get there? We'll say this takeout sushi is a gift for him. But my fatty tuna! Nein, Morgana, es geht jetzt nicht um dich. Tut mir leid. No complaining. Let's all go together. Boss may get the wrong idea if he and I show up alone. Also, wäre das so schlimm, aber ich meine nur. Er freut sich doch dann, mit Sicherheit. But the lights are on. Think she's napping? Even Boss would have woken up with how many times we've rung this doorbell. I would think Futaba would have answered by now if she were here too. Ah, the gate is unlocked. Dude, you can't go opening other people's stuff like that. But look, the door seems to be slightly open as well. I wonder why. That's rather careless.
cool. It sounds like it's going to rain. We should get inside. So eine gute Begründung dafür, dass wir jetzt einfach reingehen, nur weil es anfängt zu regnen, ganz zufällig. Okay? Nein, das geht absolut nicht in Ordnung. Probably. My apologies, boss. Wie ihn auch wirklich einfach alle Boss nennen. Das war ein Gesundheit und nicht Boss. Hello, sir? He's not out, is he? The door ahead is open, and I can hear the TV. I hope he didn't pass out or something. I mean, boss is kind of old, ain't he? I'm a bit worried. Should we go in and check on him? Please excuse us. Scream? What was that? How should I know? Did you hear that? Let's get out of here, please! Can we just go? Es ist nur ein fucking Gewitter, Leute. What are you freaking out for? I'm not freaking out! Nein, definitiv nicht. Could it be Alibaba? I mean, Futaba? Sorry, can I hold your hand? Ja, darfst du, Marco, darfst du. Wie er aber auch nichts sagt und nicht. Er hat ja nicht mal genickt, er hat sich nur umgedreht. Und das ist nicht meine Hand übrigens. Ich hab meine Hände. Sie fragt mich, ob sie meine Hand nehmen darf. Und ich lasse meine Hände in den Taschen. Toasty, was tust du nur? Du machst es nicht richtig. I can sense someone's presence. Who is it? Who's there? I can't take this anymore. I'm leaving. Okay, dann geh mal. So ein Arschloch, holy shit. My legs won't move. Ja, das tut mir leid für dich. Oh nein, ein Geist. Du Mann, ich habe damals echt nicht darauf geachtet, aber es ist so geil, wie er einfach nichts macht. Ich komme nicht darauf klar. Alibaba! Futaba! Hey! Come on! Where are you? You're a hacker, right? Just show yourself! I'm sorry! Please save me, sis! Are you okay, Futaba? Crap, he's home! Und ich bleib einfach da stehen mit dir. Who the hell are you? Don't move! Ich bin ein Einbrecher, tut mir leid, also wir sind wirklich Einbrecher, aber gut. You hear me? I'm sorry, I'm so sorry, sis. Somebody please save me. Oh well, das ist wohl passiert. You? What are you doing in my house? Ja, die Tür war offen, was soll ich machen? Also, es hat geregnet und... Oh, good evening, sir. We didn't mean to intrude... Nijima-san. Wait, are you two dating? Und das in meinem Haus? Wieso? We're just friends. Friends nowadays get that close to each other? Ich habe sie kein einziges Mal angefasst. Ich würde das mal sagen, ich habe sie kein einziges Mal angefasst. Ich habe nicht mal meine Hände aus der Hosentasche genommen. Also, bitte, mich trifft keine Schuld. You kids are here too? We brought you some sushi, but nobody answered when we rang the bell. The door was unlocked, too. We could hear the TV, though, so we got worried you might have passed out or something. The door was unlocked? Yes. I do that sometimes, because I'm getting old. Excuse me. There's something we'd like to ask. You want to ask me? There's someone else living here, isn't there? Yeah, my daughter. Could she be Futaba Sakura? You told Nijima-san too? Ich hab ihr das nicht erzählt, okay? Das ist alles nicht meine Schuld. Is there any way we could meet with Futaba-san? I think we may have frightened her earlier, so we'd like to apologize if at all possible. Well, that's... Is she sick? No, it's not like that. Aber schon irgendwie. Don't want you all getting the wrong idea.
I shouldn't have kept this a secret from you. Let's talk at my shop. She'll hear us if we stay here. Oh Mann. Now, where do I start? Du hättest es wirklich von mir geheim halten sollen. Komm schon, wirklich. Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born. Auch wenn du mir natürlich nicht vertraut hast, die ganze Zeit über und mir auch immer noch nicht so ganz vertraust, vielleicht. Naja, okay. Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason. She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree. She truly was a great woman. Gut, darum soll es eigentlich nicht gehen, wirklich nicht. I see. When something piqued her interest, that'd be all she focused on. She always worked deep into the night. I thought that'd change after her kid was born. But having Futaba didn't do much. Even with that, she always took good care of her. Working and watching over a child at the same time sounds rough. I guess raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one. Was ist mit ihrem Vater? There wasn't a father. Do you mean... Well, there probably was one. I didn't know him, though. She never said a word about him, either. She was single when she gave birth to Futaba, and single when she raised her. They were an ordinary, loving family. You could really tell how much she cared for Futaba. But one day, she left, leaving Futaba behind. Yes. She committed suicide. Suicide? Threw herself into the street. Right in front of Futaba's eyes. Shocking doesn't begin to describe that. It's gotta be devastating for a kid. So... Well, a lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she wouldn't even talk to me. Was that because she couldn't get over her mother's suicide? I kept talking to her, though, and she started opening up to me, little by little. And that's when I found out Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? That part she's never told me. I wanted to know what led her to believing that, but I decided not to rub salt in the wound. Then, a few months ago, she started getting real scared, even when nothing was happening. She'd say things like, I hear voices and Mom is looking at me. Visual and auditory hallucinations. Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht krank ist, also, I'm just saying. Have you taken Futaba to a doctor? I wanted to, but she refused. Even when I had a doctor come, she locked herself away in her room. Since then, she's become what you'd call a shut-in. She won't take a single step outside the house, or even try to see other people. What about you? She doesn't even let me come in her room. That's pretty harsh. Futaba is, well, a unique girl. She's so quick-minded that conversations with her tend to jump from one topic to the next. It seems like she's always coming to conclusions in her head. There's a lot I don't get about her. Hmm. So, yeah, her situation is why I couldn't let you in my house. Verstehe ich. Tatsächlich. Naja, so halb. What Futaba needs is a safe place where nobody will threaten her. Somewhere she can be at ease. Ist halt sehr typisch Japan. Im Sinne von, dass da ja, wenn man ein Kind hat, was ein Shut-in ist, für gewöhnlich... versucht, das geheim zu halten, um den Ruf der Familie nicht zu schädigen und so weiter und so fort. Das ist da ja, ja, recht typisch, würde ich behaupten, eigentlich. Und sowas ähnliches ist es ja hier jetzt eigentlich auch gewesen, einfach nur. Deswegen hat es ja zu einem großen Teil geheim gehalten auch. Würde ich jetzt behaupten, jedenfalls. That's why I won't do anything she doesn't want. I don't make her do anything she's unwilling to either. Ich meine, sein Ruf ist ihm ja anscheinend ziemlich wichtig. Ich meine, er wollte ja auch, dass wir unbedingt auf keinen Fall irgendwie auffällig wirken, deswegen eben. Also ergibt es schon Sinn, ne, dass es bei ihr so ähnlich ist. And again, I know that's no way for her to live. It's all I can do, though. Und was wünschst du dir? What I desire. I know it's cliche, but more than anything,
I want Futaba to be happy. Well, that's that. So, can you just leave her be? Naja, I'm gonna head können wir back. Das? You all had better head home soon too. Vor allem, also A, lebt sie gerade nicht sonderlich friedlich, glaube ich, von dem, was du erzählt hast her, mit den Halluzinationen. Und zweitens, wird sie anscheinend nicht mehr lange da wohnen bleiben, wenn wir nichts machen, nicht wahr? Weil sie anscheinend sonst mitgenommen werden soll, weil du sie angeblich misshandelst, nicht wahr? Laut Sainijima. I feel awful for prying into his personal affairs. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjet. Das ist ja genau wie die Form der Therapie, die Maruki gerne einführen will, nicht wahr? Schmerzen einfach entfernen aus Menschen. Ja, das ist möglich. So, ist möglich. Ich hab gar nicht aufgepasst, was du gerade gesagt hast. Es geht mir leid. Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? Candidate found. Tatsächlich. What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana. Morgana, erzähl schon. Where's Morgana? Ja, wirklich, jetzt, wo ist Morgana? I haven't seen him for some time. What? Wann ist Morgana denn abgehauen? Ever since we went inside the boss's house? Morgana ist noch in dem Haus. Somewhere around there. He'll be fine though. He's a cat after all. The trains are gonna be shutting down for the night soon, so we should probably be heading home. We have to go to school in the morning after all. Oh, right. The urgent assembly. Ach ja, ich hab mal ins Altersbereich reingeguckt, die gab's damals auch schon. Das ist einfach nichts Interessantes, weil es einfach komplett geskippt wird. An assembly? What about? Ja, Warnungen, Warnungen, Warnungen. Shijin has been garnering a lot of attention ever since Medjet called out the Phantom Thieves. So, they need to remind us not to say arbitrary stuff online and add more fuel to the fire. We gotta meet up for every goddamn little thing. Talk about a pain in the ass. I mean, it is our fault. Anyway, let's contact each other afterward. Machen wir das, machen wir das. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Es hat wirklich gar nichts gebracht, rüberzugehen, ne? Also, sie hat es ja auch so tatsächlich recht gut gehört, würde ich behaupten. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjet. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? What the? She's got one. So someone can have a. Okay, es ist wirklich nochmal der selbe Dialog. Vielen Dank, Spiel. Ja? Oh, Morgana, wie? Okay, klar, ja, wo ist denn Morgana hin? Ich weiß es gar nicht. Morgana ist noch nicht zurück. Oh nein! Ich kann mich aber noch hinsetzen. Wo ist Morgana nur hin? Es ist so schön. Morgana ist noch nicht zurück. Wo ist Morgana? Oh nein, was sollen wir denn tun? Wir gehen, glaube ich, schlafen. Oder kann ich? Soll ins Bett gehen? Ja, wir gehen dann wohl ins Bett. Denn Morgana ist noch nicht zurück. Ich brauche mir so viele Sorgen, um irgendwas Sinnvolles zu machen in meinem Leben. Going to go to sleep without even wondering where I was? Ich habe mich dauerhaft gefragt, wo du bist. Take it the chief told you about Futaba. And then you guys disbanded in relief for now. You can't underestimate my intel gathering skills, you know. I was checking out the chief's house. I didn't think our Alibaba would be so young. Jung, wie ist sie denn so? She had long hair and a pretty young sounding voice. Well, I say young, but I think she's probably about the same age as you guys. At the very least, she's surely no amateur. She completely overheard your conversation with the chief. And she can hack into our chats too. Even if she can't take Medjet down directly, she might have some kind of lead on them. Was für ein merkwürdiges Mädchen. In any case, we'll need to rely on Futaba to get closer to Medjet. Let's meet up again tomorrow. How about we do it in here? It's way too hot outside. Anyway, make sure you let everyone know.
Gut, dann machen wir das. Wir kommen jetzt auch auf jeden Fall wesentlich näher. Und, ja, anscheinend kommen wir auch dem nächsten Verhör ein bisschen näher. Und zwar, sehr viel näher. Es findet ja sofort statt. Also eigentlich erst in ein paar Monaten. Aber jetzt sofort gerade. Futaba Sakura? She had one of these palaces? Hold on. While Majid was targeting you, you chose to deal with someone completely unrelated to them? Das war eigentlich komplett unbeteiligt. Also das hängt ja alles zusammen, ne? Sie sind ein unsichtbarer Feind. Then how was Majid... Ja, haben wir das noch nicht erklärt gerade? What you said about the Sakura family generally falls in line with our investigation. It appears you aren't feeding us a false testimony. Natürlich nicht. Werde ich endlich gehört? If you're lucid enough for jabs, you can get back to your story. Ja, bin dabei. It's still unclear to us as to how the Phantom Thieves dealt with Medjed, since their identity is unknown. If you tell me something coherent, I may be a little more willing to believe you. Ja, das ist schön, aber sie fängt an, mir mehr zu glauben. Und das ist alles, was sie wollte. Ja, ich glaube, der Konflikt bringt mir auch gar nichts, außer, ja, dass er halt im Rang steigt. Still, ganz allgemein. The Phantom Thieves would have their hideout in the home of Wakaba Ishiki's daughter. What a coincidence. No. Perhaps it's fate. Regardless, we don't have time to waste. Continue with your story. Warum? Was hat das mit dieser Frau auf sich, ja? Inwiefern sollte das mit uns zusammenhängen, angeblich? Man, that assembly had me bored to tears. Huh? Did you have school too, Yusuke? I'm doing laundry, so these are the only clothes I had to wear. Das ist schön. That's quite the mood. You really should buy a couple more outfits. Ja, vielleicht schon. Come now, we didn't gather here to make small talk, now did we? Let's get to Alibaba's case. Well then, I'll start. It looks like Futaba was listening in on Leblanc. But why would she want to listen in on the cafe? I have no idea. It's just like Boss said. She's a tough nut to crack. In any case, her hacking skills will be absolutely necessary if we wish to stand up to Medjed. Going by what she has told us, we may even be able to identify who they are. We'll have to trust in her skills for now, then. Anyway, we found out that Futaba has a palace. But can someone who isn't evil have one? That doesn't matter. A palace is the materialization of distorted cognitions brought about by strong desires. It just so happens that a lot of warped people turn out evil. She's so young, though. Pain she's gone through must be the cause of her distortion. Maybe that has something to do with why she calls herself Alibaba. According to the chief's story, Futaba has auditory and visual hallucinations, right? There's a chance those are related to some important memories she's holding. Das ist... Wow. Wow, Morgana, du bist so unfassbar clever. It's hard to explain, but those memories may have been warped by the distortions. Ah. Basically, we just gotta steal her treasure, right? Falsche Erinnerung, also auch noch. Oh, well, yeah. So, do we all agree about taking on Futaba's palace? She's asked us to do so. I don't think that part is an issue. Und wegen dieser falschen Erinnerung können diese vielleicht denken, dass sie an dem Tod ihrer Mutter schuld ist, ha? If we heal Futaba's heart, it will not only help Boss, but she can then assist us with Medjed. I agree. I've been wondering about how Boss said a lot happened after Futaba's mom died too. Hold on a second. Our investigation of her palace may not go like anything we've done up to this point. Why's that? Having an individual ask you to steal their heart is an extremely irregular case. There's no telling what the palace ruler's disposition will be like, or the distortion that'll be there. We may run into some unforeseen situations. Do you still want to go in? Ja, klar, legen wir los. Da, haben wir eine Wahl? Alright. Let's just make sure we're cautious. Well, let's get cracking on those keywords, huh? Ich meine, soll das nicht eigentlich weniger gefährlich sein? The ones we have at the moment are Futaba Sakura and Sojiro Sakura's house. We got the who and the where, so all that's left is the what, right? Let us try going to their house first. Boss is busy running the cafe, isn't he? We should make sure he doesn't suspect anything. Important memories, huh? I'll be able to remember everything if I turn back into a human, right? Ja, und willst du das wirklich?
Bist du sicher, dass dir weiterhilft? Bist du ein Mensch? Gute Frage. That's not important. I'm talking about my memories here. I definitely want this mission to succeed. If we can retrieve Futaba's memories, then I bet we can get mine back too. Dann brauchst du aber auch erstmal einen Palast, Morgana. Komm schon. In any case, das funktioniert nicht so einfach. It's not every day you stumble upon a hacker like her around. You really do have a gift, don't you? Ich hab einfach nur Glück. Mensch. You sure live up to my expectations. Du und deine Erwartungen. Okay, fang einfach mal den Rang an. So mitten am Tage. Nicht so wie sonst immer in so einem kleinen abendlichen Gespräch. Spitzenwerkzeuge. Oh, die Herstellung aller Infiltrationswerkzeuge tatsächlich. Okay. Okay, meinetwegen, klar. Hey, they went on without us. Let's hurry and catch up to them. Ich weiß so gar nicht, was noch fehlt. Also ich kenne mich da nicht so aus. Ich mache sonst immer nur Dietriche. Weil den Rest brauche ich nicht wirklich eigentlich. Keine Ahnung. She's a shut-in, so we just gotta figure out what she thinks her house is. If she can't get out, maybe a prison? Conditions have not been met. Perhaps a labyrinth with an unknown exit. Conditions have not been met. Maybe an oasis? Nothing so far. In that case, how about hell? We don't have nearly enough clues. If only we could ask her directly. Ja, was denkst du, was dieses Haus für dich, hä? Erzähl doch mal. Come on, let's go see Futaba. Wie sieht dein Palast aus? But what will we say to get in? What do you mean? We're sneaking in. You have to be joking. Nicht schon wieder. Won't the door be locked for sure this time? I'll take care of that. Oh, and I figured out where Futaba's room was when I snuck in last night. What if we run into Boss though? There's no way we'll be able to avoid his questions. Wir wollten ihm noch mal Sushi bringen, da. He's at work now, so I think we should be fine. Oh, getting cold feet, Makoto? Don't worry, it'll be nothing. We've gone through loads of shit like this already. This is our only choice, right? I suppose Futaba did get in contact with him. Perhaps she'll at least be willing to speak with him? Very well. Let's do this. Wir machen das schon, wir machen das schon. Und ich meine jetzt mal im Ernst, das hier ist auch wohl eine weniger gruselige Situation, als von Mafia-Typen gefangen genommen zu werden. Fast. Ich meine nur. Na gut. Ja. Futaba-chan, you're... There's no answer. Futaba-chan, are you there? I'm sorry for being startled and screaming yesterday. It was so dark that I got scared. No reaction whatsoever. Ah, this is gonna be hard. You're listening, right, Alibaba? Is it Alibaba? Was machst du denn hier? Why is she only reacting to that name? You're Futaba Sakura, aren't you? She's not responding again. Da muss halt Alibaba sagen. Does she not like us saying her name? We don't have time to dally around. We need her keyword before dealing with Alibaba's identity. Also ist Alibaba ihr allgemeiner Online-Name oder was? We want to learn more about you. If we don't do so, we can't steal your heart. The reason why we came here is because we need the keyword to enter your palace. That's why we want to talk with Futaba Sakura herself. You don't have to show yourself. Just answer some questions for us. Chat messages are fine. Okay. All right then. Our leader, the guy who lives in LeBlanc's attic, wants to speak with you. We're counting on you. Try and get a keyword out of her. Ich bin dabei, ich bin dabei. Was willst du hören? Was bedeutet dir dieses Haus? Ein Haus ist ein Haus. Looks like you should ask something different. Okay, tut mir leid, ich bin dabei. Wie ist es in dem Haus zu leben? Es tut weh. Warum? Weiß nicht. Ja, okay, ich verstehe schon. Es tut weh. Warum gehst du nicht raus? Ich kann hier nicht weg. Ich werde hier sterben. Geht das so weiter? Ja, sterben? Woran? Ganz genau, ich werde definitiv hier sterben. Diese Art ist mein Grab. Aha. You think that's it? Das könnte es wohl sein. Das könnte es wohl sein. Yep. Searching for route to destination. Perfekt. We got it.
Yes. It was plenty. You haven't forgotten your promise of helping us if we complete your request, right? Nein, wir haben einen Deal. Ich finde es vor allem auch interessant, dass alle trotzdem noch mit ihr durch die Tür reden. Nur wir haben ihr halt noch per Chat geantwortet. Well then, let's hurry up and go. Seht ihr manchmal Protagonist, nicht wahr? Richtig. You idiot! Don't activate it here! Tja, zu spät. Zu spät. Warte mal, kam sie jetzt wirklich mit? Ich bin gerade selbst ein bisschen verwirrt. Nö, offensichtlich war die Distanz auch noch groß genug. Die Frage ist, wo ist hier ein Grab? It's a desert. Yeah, we see that. Wait, what the? Our clothes are still the same? Futaba herself is asking us to steal her heart. It'd be odd if she saw us as a threat. If she doesn't see us as an enemy, then your clothes don't change. But more importantly, I told you to be cautious. Why'd you activate it like that? Is that why we ended up in a desert? Where's the tomb? Oh, it's so damn hot here. Even though we entered right in front of her room, we didn't end up inside it. She must really want to keep people away from her. I see. What a bleak feeling this place has. It's the complete opposite of Kaneshiro's bank. Let's hurry up and get going. Where's the palace? Is it that way? Oh yeah, there's something shiny. A tomb in the desert. Nice. Anyway, let's make our way there. Isn't that kind of far? Are we gonna walk? Of course not. My paws will get burned. Morgana, Transformation! I've been waiting for this. Haben wir das nicht alle? Haben wir das nicht alle? You're so considerate. Right. All right, let's roll. Beats opening the windows to the hot desert air. Hey, On, can I have a drink? Didn't you have mineral water? I drank it already. How are the guys? Ich find's am besten, wie Yusuke nicht hinguckt. Ah, wow. Yusuke. Is that it? There we go. Ich weiß zwar nicht, wieso wir mit dem Auto so einfach durch den Sand fahren können, aber meinetwegen. The AC ain't working at all. The hell was that lukewarm air about? Ja, Morgana, Mensch, streng dich mal mehr an ein bisschen. That was the best I could do, so quit your yapping. For real? You are so half-assed. Kannst du ein Auto sein? Ryuji, kannst du ein Auto sein? What was that? You wanna fight, punk? Aber bitte schreit euch trotzdem nicht. Kinder. Jeez, shut up. It's hot, so don't make me more irritated. To think her palace would be a pyramid. Hey, a pyramid's a tomb, right? Hast du sehr gut erkannt, Ryuji. Yes, it's a pharaoh's tomb. That's how it's mostly known. There are a variety of theories on it. For instance, it's even said to be a device for reviving the dead. Reviving the dead? It's beautiful nonetheless. It's perfectly conformed to the golden ratio. Hey guys, can we go in already? I'm gonna melt. Gut, dann machen wir das mal. Und ja, wie gesagt, dieser Dungeon wird wieder ziemlich cool. Nach dem letzten, der halt ganz okay war. Der hier ist wieder ein richtiges Highlight auf jeden Fall. Ich weiß nicht, war hier noch irgendwas Spannendes oder...
glaube, das wird erst später noch relevant. Aber das kann ich jetzt nicht versprechen. Deswegen gucke ich trotzdem mal ganz kurz. Hier kann ich was kaputt schlagen. Ach nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Scheinbar. Kann ich da wieder... Ich dachte, ich kann da runterrutschen einfach. Hallo? Spring einfach runter. Das sieht doch aus wie eine Rutsche, oder nicht? Bild ich mir das so ein? Verarsch mich doch nicht. Vielleicht geht das erst, wenn wir unsere coole Phantomkleidung anhaben. Phantom-Dieb-Kleidung, so. Ja, dann, gehen wir das mal rein. Ich glaube, wir können uns das alles angucken, wenn wir wieder hier hinkommen. Dann sind jetzt interessante Sachen tatsächlich... Indeed. Naja, nicht nur ihr Haus, ne, sondern eher ihr Zimmer. Eher gesagt, weil wir waren ja gerade direkt vor ihrem Zimmer und waren nur ganz schön ein Stückchen davon entfernt auf jeden Fall. Also, gehen wir mal rein. Okay. Yes. Wie gesagt, hier draußen ist dann wohl doch noch nichts, leider. Wow. Ah, drin ist es so kühl. Gibt's hier etwa eine Klimaanlage oder was? Ja, eine bessere als bei Morgana offensichtlich, ne? Könnte sein. Futabas Zimmer hat auch eine Klimaanlage. So oder so. Es ist echt angenehm. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ja. Okay, gut. Oha. Selbst jetzt haben sich unsere Sachen nicht verändert. Das ist bisher noch nie passiert. What to do? Doch? Hä, warte mal. Haben sich unsere Sachen nicht auch nicht verändert, als wir bei... Kann ich Shiro in den Palast gegangen sind erstmal? Oder haben uns nur die Wachen nicht angegriffen? Was das? Ich glaube, nur die Wachen haben uns nicht angegriffen. Wir waren von Anfang an schon verändert. Wir wurden noch nicht angegriffen. Das ist ein Grab. Ist nicht darauf ausgelegt, dass man es leicht betreten kann. Schauen wir uns um. Ja, genau. Stellt euch mal nicht so an, bitte. Ist das doch wahre Abenteuer oder nicht? Hier gibt es erstmal einen Jump'n'Run, was halt nicht sonderlich anspruchsvoll ist, weil ich nicht mal X drücken musste. Da, aber ich beschwere mich nicht. Also ich bin froh darüber, dass es nicht anspruchsvoll ist. This is amazing. Denn ich bin nicht gut in Jump'n'Runs. Das sind echt viel zu viele Treppenstufen. Rede nicht so viel. Sei lieber froh, dass wir beim Hochlaufen nicht auch noch angegriffen werden. Oh. Ich spüre übrigens den Schatz direkt voraus. Wir sind ganz in der Nähe. Die Treppe scheint ihr ins Herz der Pyramide zu führen. Ins Herz. Wortwörtlich. Wortwörtlich. Direkt zum Schatz. Irgendwie wirkt das vielleicht doch ein bisschen zu einfach, oder nicht? Auch wenn sie uns vertraut und auch... Naja, also was heißt, ist sie vertraut sie uns, ist die Frage, ne? Aber zumindest will sie, dass wir das für sie machen, natürlich. Ha, da ist sie auch schon. Können wir jetzt gegen sie kämpfen oder was passiert jetzt? That's Futaba's shadow. It isn't the real her. Oh yeah, you've seen her face. True, this one's kind of dressed like a queen. So you're Futaba Sakura. Hey, where's the treasure? It's doubtful that you wouldn't know where it is. Hey, say something. Don't be like that. I'm sorry, Futaba-chan. It's okay. There's no need to be scared. So, can you tell us where your most treasured possession is? This is going nowhere. Let's just leave her. Will you guys shut up for a bit? Those who plunder my tomb, why have you come? She talked, but... What are you saying? You want us to steal it, right? If you believe you can steal it, then try as you might. That's rather defiant sounding. Perhaps this is that tsundere thing where someone is harsh or sweet depending on the mood. Das muss sein, Yusuke, das muss sein. Considering the state that my palace is in, there is no way that you can steal it. Creepy child. You killed her! You're a plague! What are these voices? Ja, das sind wohl die Stimmen, die sie hört, ha? Andauernd. Die Halluzinationen. Die sind auch hier. Murderer! Why don't you say something? Murderer? You're the one who killed her! It's your fault! This is horrible. Hey, the hell is this? Don't come don't near just me! Just stand there, say something! It's your fault! Murderer! That's right. I did it. What? I am the one who killed my mother. What was that? My mother exists here. I will remain here. I will do so until I die. Tja, und schon hat sie unsere Kleidung geändert. She sees us as a threat now. What's going on? Das ist eine sehr gute Frage. Hm? Warum siehst du uns plötzlich als Bedrohung? This... again? Creepy child. You killed her! You're a plague! What's with
then? Murderer! Why don't you say You're something? You're the one who killed her! That's right. I killed Mom. I don't deserve to be alive. This place is a tomb. I'll die here. That's right! Die! Don't come near me! Don't just stand there! Say something! It's your fault! No! Someone help me! Man könnte nicht helfen, wenn du uns angreifst. In deinem Herzen irgendwie. What the hell? Ja, keine Ahnung, Ryuji, keine Ahnung. Aber ja, offensichtlich hat sie gesagt bekommen, dass sie daran schuld ist. Nachdem es passiert ist. Und es war so oft, bis sie selbst angefangen hat zu glauben, nicht wahr? Und deswegen hat sie diese falschen Erinnerungen daran, dass sie es wirklich getan hat. This is bad. I'm having a hard time getting a grasp of our situation. We should regroup and... What now? Flüchtet! Vor der Kugel! Mit den K.O.-Mojis drauf! Die alle ziemlich wütend gucken. Das ist also mit das Beste daran. Überall hier sind verschiedene Smileys versteckt. Im ganzen Dungeon. Passt halt nicht so ganz in der Pyramide eigentlich, ne? Aber zu ihrer Pyramide halt schon. Sie ist eine Hackerin. Und Hackerinnen verwenden offensichtlich halt Smileys. Ist doch klar, oder? Wir sind sicher. Mann, das war knapp. Wait. Was passiert jetzt? Wir können Futaba nicht mal fragen, was los ist, weil die Tür zu ist. Was machen wir jetzt? Ich denke, Rückzug ist derzeit die beste Option. Das wird nicht so leicht wie gedacht. Bereiten wir uns besser vor und kommen später wieder. Natürlich wird es nicht so leicht. Wie ist meine Gedanken? You're right. Wäre ja sonst auch langweilig gewesen, nicht wahr? Wenn wir jetzt einfach geradeaus durchlaufen können und den Schatz mitnehmen können. Das, wäre ein sehr, sehr kurzes Abenteuer. The date that Medjid has set for the alleged cleanse is 8:21. Das ist schon so viel Zeit. Fast approaching. Nein, das ist voll weit weg. Das ist noch fast ein Monat. Und ich werde bestimmt wieder den Palast innerhalb der nächsten paar Tage abschließen. Also weiß ich nicht, vielleicht passiert auch noch was vorher. Sorry, ich weiß ich gerade nicht mehr. Aber danach habe ich wieder so viel Freizeit. Ach komm schon. The Phantom Gut. Thieves, whom they single out, gar nichts. Have not made any notable actions at this time. Will Medjid carry out their cyberterrorism? In order to stop them, we need to help Futaba Sakura before the 21st. Our deadline is about 2 days prior, so the 19th. Meeting up in Shibuya, then coming here is a pain, right? Let's make this place our hideout for a while. Ja klar, ist sehr praktisch, finde ich auch, vor allem, weil ich gar nicht mehr irgendwo hingehen muss. Ich kann einfach aufstehen, muss mich nicht mehr fertig machen. So Leute, kommt. Is everyone fine with this place being our next hideout, then? We must take care not to be discovered by Boss. There's no telling what may happen inside that pyramid. We all need to be cautious so that place doesn't become our graveyard. Man, this is gonna be one crazy summer vacation. We're dealing with international hackers and looking for a treasure in a pyramid. How can you be enjoying this? This is a crisis of whether or not our group continues on, you know? Komm schon, sie ist doch ein bisschen positiv. Wir können wirklich mal ein bisschen Spaß haben dabei auch. Einen Schatz suchen und so in der Pyramide. That reminds me. While we were in the Mona car, you were staring at me with a dirty look, you perv. Ich übrigens nicht. Okay, Yusuke nur nicht. Eigentlich nur Yusuke nicht. Shut up. It was a great view. You guys were looking too, am I right? Indeed. The pyramid's golden ratio was truly a sight to behold. Ich liebe ihn so sehr. It ain't what I'm talking about. Doch, das ist genau die Aussicht, die du gemeint hast. I wasn't staring, Lady On. I'm a gentleman after all. Du bist ein Auto. Du warst das Auto zumindest. It's not that you weren't, but that you couldn't since you were transformed. Am I right? Will we be all right like this? Ja, gut, unser Versteck ist jetzt jedenfalls hier. Das ist, finde ich, auch wesentlich praktischer als die anderen, die wir bisher hatten. Von daher, hey, ich kann mich gar nicht. Ja, und das waren wohl die visuellen Halluzinationen. Das war Mist. Hilft uns das wirklich dabei, etwas gegen Matcher zu unternehmen? Wollen sie ihre Drohung wirklich wahrmachen? Es wäre schade, wenn unsere Bemühungen umsonst wären.
Mein Chef wird auf jeden Fall handeln. Wie bist du in unserem Gruppenchat? Wieso? Alibaba, ich prüfe deine Fortschritte. Wie lange wird das noch dauern? Dein Herz ist problematischer, als wir erwartet hatten. Hey, Alibaba, kannst du wirklich was gegen Menschen unternehmen? Natürlich. Na, da haben wir so gut wie keine Beweise, die dafür sprechen. Eure Arbeit wird belohnt werden, das verspreche ich. Außerdem habt ihr keine andere Wahl, oder? Schätze, das stimmt. Ja, dass du das wohl tatsächlich. Kannst du einen Server runterfahren oder so? Zeig uns sowas. Hey, fang keinen Ärger an. Das ist alles, was es braucht, um dich zu überzeugen. Okay, kümmert euch zügig um diese Sache. Bis dann. Warte, lässt du uns schon wieder hängen? Das ist besorgniserregend, aber wir sollten tun, was wir momentan tun können. Ich mache mir Sorgen, Futaba selbst. Und warum muss es gerade in den Sommerferien passieren? Du hast dich doch gerade noch gefreut, dass es total verrückte Sommerferien werden hier. Also komm schon, Ryuji. Entscheide dich nächstes Mal. Allgemein, auch wenn es gar nicht um Magic gehen würde. Wir müssen ihr und auch Sojiro damit helfen, finde ich. Hey, Herrgott, Vollkatastrophe, die Fanseite ist weg. Was? Wenn ich URL aufrufe, heißt es, dass die Seite nicht existiert. Die Früchte meiner Arbeit sind vollkommen verschwunden. Wo glaubst du, das liegt an Magic? Ich glaube nicht, das ist Alibaba. Hä, wer ist Alibaba? Jedenfalls ist das bestimmt das Werk von Magic. Nein, es ist Alibaba. Du sollst auch mal auf mich hören, Mishima. Reicht das als Beweis, steht da? Tatsächlich. Was soll das heißen? Ach, beruhig dich bitte, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Was that Alibaba proving what she said earlier? Talk about a crazy thing to pull off. Tja, und dabei hat sie die einzige Website getroffen, die wohl niemand vermissen wird, hä? Huh? Außer Mishima vielleicht. Also, ich werde sie wirklich vermissen, wenn sie mal zwischendurch kurz offline geht. So sehr hänge ich dann doch nicht daran. Gut, ja, damit wurden die meisten Mysterien, würde ich sagen, geklärt. Oder alle? Gab es noch Mysterien, die jetzt offen sind, die hier irgendwie herumschwirren? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und beim nächsten Mal, ja, mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich weiß es gar nicht so genau. Wir werden auf jeden Fall versuchen, mit Futabas Herzen irgendwie weiterzumachen. Irgendwas. Genau. Bis dahin. Ciao.